Sehr geehrte Damen und Herren, vorweg ein paar organisatorische Hinweise. Die heutige Graduierungsfeier wird wieder live im Internet auf der Website der Pädagogischen Hochschule Steiermark übertragen. Alle Absolventinnen und Absolventen werden während des heutigen Festaktes auch fotografiert. Diese Fotos stehen Ihnen dann gratis als Download auf unserer Website in Kürze zur Verfügung. Wir bitten Sie daher, von privaten Fotos Abstand zu nehmen. Ich danke für Ihr Verständnis. Bitte kontrollieren Sie noch ganz kurz Ihre Mobiltelefone. Sehr geehrte Damen und Herren, bitte erheben Sie sich nun für den feierlichen Einzug des Rektorates und der Absolventinnen und Absolventen. Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich zur heutigen Graduierungsfeier hier an der Pädagogischen Hochschule Steiermark in unserer wunderschönen Aula am Campus Hasnerplatz. Mein Name ist Susanne Linhofer, ich bin Lehrende hier an der Hochschule und leite das Zentrum für Internationales und Öffentlichkeitsarbeit und ich werde Sie heute durch die Feier begleiten. Sie hörten eingangs das Brass Quintett mit Studierenden der Pädagogischen Hochschule Steiermark. Sie spielten für Sie ein Menuett aus der Feuerwerksmusik von Georg Friedrich Händel. Ich bitte nun den Rektor der Pädagogischen Hochschule Steiermark, Herrn Magister Dr. Herbert Harb, um seine Begrüßungsworte und die Festrede. Liebe Festgäste, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Eltern, Großeltern, Angehörige und Freunde unserer Absolventen, ein ganz herzliches Willkommen an Sie alle. Ich bedauere wirklich, dass diese Aula zu klein geworden ist. Ich hoffe dennoch, dass die Damen und Herren, die sich im Foyer befinden, diese Feier auch mitbekommen, auch technisch, in einer technischen guten Qualität. Ich freue mich heute über die Anwesenheit eines amtierenden Mitgliedes unseres Hochschulrates und heiße Sie ganz herzlich willkommen, Frau Vizepräsidentin, Diplompädagogin Elisabeth Meixner, Vizepräsidentin des Landesschulrates. Herzlich willkommen. Ein ebenso herzliches Willkommen dem Ehrensenator unserer Hochschule, Herrn Landesschulinspektor außer Dienst, Hofrat Oberstudienrat Magister Heribert Distler.
Ich begrüße die beiden Vizerektorinnen, Hofrat Magister Renate Gmoser. Und Magister Dr. Weidlaner. Ich begrüße die Leitungsorgane meines Führungsteams, die Organe der Institute und Departments. Ich begrüße ganz herzlich Magister Dr. Erika Rottensteiner. Dr. Dr. Walter Vogel. Oberstudienrätin Professor Marianne Baumann. Die Studiengangsleiterin Professor Magine Sabine Reisner. Sowie die Verwaltungsdirektorin unserer Hochschule, Frau Diplompädagogin Margit Kaplan. Ganz besonders freue ich mich über die Anwesenheit eines emeritierten Mitgliedes unseres Professorenkollegiums. Ich begrüße den stellvertretenden Institutsleiter Dr. Erich Hultsch. Aber Sie können sich vorstellen, meine Damen und Herren, wem heute mein besonderer Willkommensgruß gilt. Und das sind selbstverständlich, der gilt selbstverständlich Ihnen, liebe Absolventinnen und Absolventen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das kann ich heute ganz offiziell, Sie als solche adressieren. Sie stehen heute im Mittelpunkt dieser akademischen Feier. Herzlich willkommen an Sie alle. In wenigen Minuten wird Ihnen zum Abschluss Ihres Studiums in diesem Hause der international anerkannte akademische Grad eines Bachelor of Education verliehen. Wir alle in diesem Saal freuen uns ausnahmslos über Ihren großartigen Erfolg. Ihren Studienerfolg verdanken Sie in erster Linie sich selbst, Ihrer Begabung, Ihrer intellektuellen Begabung, Ihrer musischen Begabung, Ihrem Einsatz, Ihrer Zielstrebigkeit, aber auch, und das sollten wir heute in dieser Stunde nicht vergessen, der ideellen und auch der materiellen Unterstützung, die Sie von Menschen erhalten haben, die Ihnen nahestehen und denen Sie heute ebenfalls, wie ich annehme, eine ganz große Freude bereiten. Ich gratuliere Ihnen ganz herzlich zu Ihrem Studienerfolg, auch im Namen meiner beiden Vizerektorinnen, im Namen der Institutsleitungen, im Namen des gesamten Professorenkollegiums und im Namen der Damen und Herren in unserem Verwaltungsteam. Mit der Verleihung des akademischen Grades haben Sie die Berechtigung erworben, im Lehrberuf, in einem der schönsten Berufe, die es gibt, tätig sein zu können. Nicht nur in unserem Land, sondern europaweit. Mit dem heutigen Tag haben Sie aber nicht nur eine Berufsausbildung abgeschlossen. Sie haben darüber hinaus noch etwas erworben, das mehr ist als eine berufliche Qualifikation. In unserer Sprache bezeichnen wir das mit dem schönen Wort Bildung. Und in seiner umfassenden Bedeutung gibt es dieses Wort in keiner anderen Sprache. Ich komme gleich darauf zurück. Im Allgemeinen versteht man unter akademischer Bildung die Kompetenz des erweiterten Denkens. Und diese Kompetenz macht vieles möglich. Zum Beispiel ermöglicht dieser erweiterte Horizont, dieses erweiterte Denken auch einen erweiterten Blick auf diese Welt. Man sieht von seinem Fenster aus nicht nur den Innenhof, nicht nur die Gasse, nicht nur den Stadtteil oder die Stadt, sondern hat ein Bild von der ganzen Welt, die sogenannte globale Perspektive. Erweitertes Denken, könnte man sagen, ermöglicht es auch, Weltbürger zu sein.
Vielleicht noch eine Bemerkung in diesem Zusammenhang. Erweitertes Denken bedeutet auch, das werden zu können, wozu man im Besonderen befähigt ist. Das werden zu können, was in einem angelegt ist, als potenzielle Kraft. Man könnte auch sagen, erweitertes Denken bedeutet, das Leben nicht als etwas zu betrachten, sondern immer auch als Gelegenheit zu etwas, nämlich sich weiterzuentwickeln. Und der Abschluss dieses Studiums, eines Grundstudiums, ist so eine Gelegenheit, nämlich die Gelegenheit, sich auf sich selbst, auf seine speziellen Talente und seine Begabungen zu konzentrieren und die weiter zu kultivieren, sie zu seiner Sache zu machen. Was der Mensch ist, das ist er durch die Sache, die er zur seinen macht, sagt ein berühmter Philosoph. Und an diesem Befund des Philosophen Karl Jaspers möchte ich Sie in diesem Zusammenhang erinnern. Vielleicht noch eine Anmerkung dazu. Erweiterte akademische Bildung verpflichtet zu einer ganz besonderen Achtsamkeit gegenüber der Menschenwürde. In Kürze werden Sie dazu ein Gelöbnis ablegen. Und mit diesem Gelöbnis verpflichten Sie sich dazu, in Ihrem künftigen Wirkungsbereich, wo immer das sein wird, im Besonderen auf eine Kultur des zwischenmenschlichen Respekts zu achten, diesen einzufordern und diesen auch zu verteidigen, sollte das einmal notwendig sein. Eine abschließende Bemerkung. Sie stehen ab heute am Anfang eines neuen Lebensabschnitts. Sie wissen, jeder Anfang beginnt mit einem Ende. Mit dem heutigen Tag zählen die Jahre, die Sie an dieser Hochschule verbracht haben, an Ihrer pädagogischen Hochschule verbracht haben, bereits zur Vergangenheit. Ab heute sind diese Jahre aber auch zu einem festen Bestandteil in Ihrem Leben geworden. Wir hoffen natürlich alle, Ihre Professoren, alle Kollegen auch in der Administration, dass Sie die Vergangenheit in diesem Haus, dass Sie sich an diese Vergangenheit einmal gerne erinnern werden. Vor allem, dass Sie von diesem Haus die Erfahrung mitnehmen, dass der Zugewinn an Wissen, Können, an Kompetenz eigentlich etwas Schönes ist, eigentlich Freude bereitet. Nämlich die Freude, die eigene Weiterentwicklung zu erleben. Die persönliche Weiterentwicklung. Einer meiner Kollegen hat das wunderbar ausgedrückt, dass Lernen, das Weiterlernen eigentlich etwas ganz, ganz Schönes ist. Eigentlich ein Sinnmotiv ist. Er definiert Lernen als die Vorfreude auf sich selbst. Daher bitte ich Sie, bleiben Sie dran. Gerade der Beruf des Lehrers, der Lehrerin, verpflichtet, sich weiterzubilden. Wir sind ja ein Leben lang, ein Berufsleben lang damit befasst, Bildung zu verkaufen. Es liegt nahe, dass man sich in diesem Beruf ständig weiterbildet. Die Erfahrung der eigenen Kompetenz, des eigenen Könnens und Wissens ist eines der wichtigsten Sinnmotive im Lehrberuf. Zum Abschied ein persönliches Anliegen an Sie, liebe junge Kolleginnen und Kollegen. Wo immer Sie in Zukunft auch tätig sein werden, bitte verstehen Sie sich auch als Botschafter Ihrer pädagogischen Hochschule und vor allem halten Sie uns auch in Zukunft die Treue. Für Ihre Zukunft wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen alles, alles Gute.
Sie hörten soeben den Chor der Pädagogischen Hochschule Steiermark unter der Leitung von Kollegen Markus Zwitter am Klavier. Sie haben für Sie das Lied As the Deer gesungen. Wir hören noch ein weiteres Stück, und zwar Always Be a Child mit der Solistin Verena Pabst. Liebe Absolventinnen und Absolventen, bitte erheben Sie sich nun für das feierliche Gelöbnis. Ich bitte dafür die Vizerektorin für die Ausbildung an der Pädagogischen Hochschule Steiermark, Frau Dr. Regina Weitlaner, auf die Bühne. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie haben Ihr Studium gemäß den geltenden Vorschriften abgeschlossen, die vorgeschriebenen Prüfungen abgelegt und die geforderten schriftlichen Arbeiten verfasst. Sie haben ersucht, die Verleihung des akademischen Grades in feierlicher Form zu bestätigen. Sie werden nun eingeladen, zu versprechen, sich stets so zu verhalten, wie es Ihre akademische Ausbildung gebietet. Sie wollen also versprechen, die Kenntnisse und Fähigkeiten, die Sie erworben haben, zu pflegen und ständig durch Fortbildung zu erweitern. Ihr Wissen und Können
zum Wohle der Schülerinnen und Schüler ohne Ansehen der Person einzusetzen, die Menschenwürde zu achten, der Pädagogischen Hochschule Steiermark in Treue verbunden zu bleiben und sich des verliehenen akademischen Grades in Leben und Beruf würdig zu erweisen. Sind Sie bereit, dies nach bestem Wissen und Gewissen zu versprechen? Nachdem Sie dies feierlich versprochen haben, wird Ihnen nun der akademische Grad Bachelor of Education verliehen. Können wieder Platz nehmen. Bevor wir nun zur feierlichen Verleihung der Urkunden schreiten, bitte ich Frau Amtsdirektorin Gabriele Grübler, Leiterin der Studien- und Prüfungsabteilung, auf die Bühne. Weiters bitte ich den Herrn Rektor Dr. Herbert Haab und die Vizerektorin für die Weiterbildung an der Pädagogischen Hochschule Steiermark, Frau Magister Renate Gmoser, auf die Bühne. Wir beginnen mit der ersten Gruppe der Absolventinnen des Bachelorstudiums für das Lehramt an Volksschulen. Ich darf Sie auf die Bühne bitten. Frau Bachinger Isabella, Bachelor of Education. Frau Baumgartner Gunda, Bachelor of Education. Frau Bresnik Bianca, Bachelor of Education. Frau Czernowski Ulrike, Bachelor of Education. Frau Deicher Gudrun, Bachelor of Education. Sie können wieder Platz nehmen. Wir gratulieren recht herzlich. Wir kommen zur nächsten Gruppe der Absolventinnen des Bachelorstudiums für das Lehramt an Volksschulen. Ich darf Sie auf die Bühne bitten. Frau Emzinger Monika, Bachelor of Education. Frau Falk Martina, Bachelor of Education. Frau Feldner Silvia, Bachelor of Education. Frau Fritz Kerstin, Bachelor of Education. Frau Gamperl Katrin, Bachelor of Education.
Frau Gom Vera Sophie, Bachelor of Education. Frau Graf Daniela, Bachelor of Education. Herzlichen Glückwunsch. Sie können wieder Ihre Plätze einnehmen. Es folgt eine weitere Gruppe von Absolventinnen des Bachelorstudiums für das Lehramt an Volksschulen. Frau Großschädel Carmen, Bachelor of Education. Frau Gscheidbauer Anja Katharina, Bachelor of Education. Frau Haas Christina, Bachelor of Education. Frau Heid Julia Elisabeth, Bachelor of Education. Frau Harich Maria, Bachelor of Education. Frau Hassler Martina, Bachelor of Education. Und Frau Held Natascha, Bachelor of Education. Herzlichen Glückwunsch. Es folgt eine weitere Gruppe von Absolventinnen des Bachelorstudiums für das Lehramt an Volksschulen. Frau Hipfel Lisa, Bachelor of Education. Frau Itala Sarah, Bachelor of Education. Frau Jesenski Paula, Bachelor of Education. Frau Karpf Julia, Bachelor of Education.
Frau Köfler-Michaela, Bachelor of Education. Frau Kogler-Martina, Bachelor of Education. Und Frau Kohlhauser-Kersting, Bachelor of Education. Wir gratulieren recht herzlich. Wir kommen zu einer weiteren Gruppe von Absolventinnen des Bachelorstudiums für das Lehramt an Volksschulen. Frau Keutz Andrea, Bachelor of Education. Frau Köln-Nina, Bachelor of Education. Frau Koppitz-Stefanie, Bachelor of Education. Frau Kraxner-Verena Maria, Bachelor of Education. Frau Cruz Tamara, Bachelor of Education. Frau Lackner Katrin, Bachelor of Education. Frau Leonhard Nina Katharina, Bachelor of Education. Herzlichen Glückwunsch. Abschließend bitte ich noch eine Absolventin und einen Absolventen des Bachelorstudiums für das Lehramt an Volksschulen auf die Bühne. Frau Lüftenegger Angela, Bachelor of Education. Und Herr Luttenberger Markus, Bachelor of Education. Herzlichen Glückwunsch. Bitte auch das Rektorat wieder die Plätze einzunehmen.
Sehr geehrte Damen und Herren, wir sind nun am Ende der heutigen Graduierungsfeier angelangt. Die Fotos finden Sie in Kürze, wie bereits eingangs erwähnt, gratis als Download auf unserer Website unter www.phsd.at. Ich möchte Sie, liebe Absolventinnen, lieber Absolvent, an dieser Stelle noch auf unseren Absolventenverein aufmerksam machen, nachdem es ja auch unserem Rektorat ein großes Anliegen ist, dass Sie mit der Pädagogischen Hochschule Steiermark in Kontakt bleiben. Der Verein Freunde der Pädagogischen Hochschule Steiermark informiert Sie regelmäßig über Veranstaltungen und attraktive Angebote der Hochschule und unserer Kooperationspartner. Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie nun im Namen der Pädagogischen Hochschule Steiermark zu einem Sektempfang einladen. Dieser findet gleich gegenüber der Aula im Multifunktionsraum statt. Liebe Absolventinnen und Absolventen, ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag heute im Kreise Ihrer Familien und Freunde. Sehr geehrte Damen und Herren, vor dem feierlichen Auszug des Rektorates und der Absolventinnen und Absolventen bitte ich Sie nun, sich zu den Klängen der steirischen Landeshymne zu erheben. Auf Wiedersehen.